Die Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag hat am 15. Oktober ihren Sitzungssaal im Landesparlament nach der sozialistischen Abgeordneten und Pädagogin Käthe Dunker benannt. In der von Bodo Ramelow eröffneten Feierstunde würdigte Dr. Birgit Klaubert die Namensgeberin. Ein bisschen aus ihrem Leben zu berichten, ich denke, das ist ein Bild aus einer Zeit, auch darauf werde ich dann zu sprechen kommen, wo sie durch ganz harte Arbeit als Frau, als Mutter von drei Kindern, an der Seite eines Mannes, der durch Deutschland als sogenannter Wanderlehrer, erst als sozialdemokratischer Wanderlehrer und dann für die Kommunistische Partei gereist ist. Auch mit einer szenischen Lesung aus ihren Parlamentsreden und Briefen wurde an Käthe Dunker erinnert. Erklären unser Einverständnis zu der Vorlage, obwohl sie uns noch längst nicht weit genug geht. Wenn all die Lehrkräfte, die hier angefordert sind, eingestellt werden. Außerdem standen Ausstellungsstücke zu ihrem Leben und Werk zur Verfügung.